bin Eva Maria, ich bin 26 Jahre alt, bin von Haus aus Juristin, oder was heißt von Haus aus, ich habe Jura studiert, bin also keine Physiotherapeutin, keine Sportwissenschaftlerin, aber ambitionierte Hobby-Triathletin, also Age-Grouperin. Und ich starte auf der Triathlon-Mitteldistanz, also Ironman 70.3. Und werde euch jetzt im folgenden Interview ein paar Sachen über meine persönliche Verletzungsprophylaxe erzählen. Was mich an Wettkämpfen fasziniert, ich glaube einfach, das Beste aus mir rauszuholen, zu schauen, was ich an Tag X leisten kann. Und natürlich auch der Weg dahin, der ist ja mit vielen kleinen Zwischenzielen gespickt und die da zu erreichen, bestimmte Trainingseinheiten zu absolvieren und dann halt letzten Endes auch einen guten Wettkampf zu haben. Das macht mir einfach Freude. Also ja, der Leistungsgedanke ist was, was mir Spaß macht. Ich komme vom Laufen, allerdings nicht vom Leistungssportlaufen, sondern ich bin einfach mal hobbymäßig gelaufen und war dann öfter verletzt. Und dann habe ich angefangen, mir Alternativen zu suchen und bin dann auf Triathlon gekommen, weil man da einfach ja, drei Disziplinen trainiert und ja, einfach mehr Abwechslung im Training hat. Und das hat mich gereizt und bin ich einem Verein beigetreten und dann ging es direkt los. Ja, genau. Und was mich eigentlich am Triathlon-Sport reizt, ist die Tatsache, dass man mit Fleiß und vor allen Dingen Konstanz sehr, sehr weit kommen kann. Ich glaube nicht, dass man wirklich ein großes Talent für einen Sport braucht. Es reicht eigentlich, wenn man ein ausgeglichener Athlet ist und man hat halt irgendwie seine Schwächen in manchen Disziplinen und auch wieder seine Stärken und das Ganze ergibt dann halt den Gesamtsport. Ja, und was mich auch noch reizt, ist, dass man mit Profiathleten auf derselben Strecke, im selben Wettkampf startet und einfach dieses Triathlon-Gefühl einfach wie so eine, ja, schon manchmal wie so eine kleine Familie oder wie so eine kleine Gemeinschaft ist, weil letzten Endes die Triathlon-Welt dann doch sehr klein ist. Ja, ich möchte auf der 70.3-Distanz, also auf der Mitteldistanz, möglichst schnell werden, schauen, was in meinem Körper noch drin steckt. Ich habe meinen ersten 70.3 letztes Jahr gemacht und ich glaube, da geht noch eine ganze Menge. Und da einfach zu schauen, wo meine persönliche Grenze ist, das ist mein Ziel. An Langdistanz denke ich im Moment noch nicht. Mal schauen, ob das noch kommt. Ich trainiere eigentlich täglich oder fast täglich und der Umfang richtet sich ein bisschen nach dem Saisonzeitpunkt und danach, ob ich eine Entlastungs- oder eine Belastungswoche habe. Jetzt im Trainingslager habe ich 25 Stunden in der Woche trainiert, hier zu Hause zwischen 8 bis 14 Stunden. Ich glaube, die Woche hatte ich jetzt 12, meine ich. Ja, genau. Meine Motivation fürs Training kommt eigentlich aus mir heraus. Ich finde es übrigens eine sehr schöne Frage, weil das ein schönes Thema ist, finde ich. Intrinsische Motivation. Ich habe einfach Bock auf das, was ich mache. Ich habe Spaß daran, ich habe Spaß an der Bewegung. Ich habe auch Spaß daran, mich gelegentlich mal zu quälen. Insofern, ja, die Motivation kommt einfach aus mir grundsätzlich. Und das ist auch mein Tipp an jeden, der irgendwie Sport machen will, mehr Sport machen will, sich was zu suchen, was ihm wirklich Freude bereitet. Und wenn gelegentlich, klar, gibt es Einheiten, wo ich mal nicht so Bock drauf habe, dann motiviert mich mein Trainingsplan, mein Trainer, die Tatsache, dass ich in einem Verein bin, vielleicht ein Trainingsdate ausgemacht habe. Und gelegentlich, finde ich, ist es auch mal okay, dann zu sagen, wenn die Motivation ganz fehlt, will mir mein Körper vielleicht auch was mitteilen und dann bleibe ich einfach mal einen Abend auf der Couch. Das ist auch legitim. Ich würde sagen, die typischen Triathletenverletzungen sind Overuse-Verletzungen, also einfach durch immer wieder den gleichen Bewegungsablauf, dass sich da einfach Überlastungsbeschwerden einstellen. Ich denke, das Häufigste kommt wirklich vom Laufen. Da kennt, glaube ich, jeder die Schienbeinkantensymptomatik, also die Shinsplints, habe ich auch selber mit zu kämpfen. Ein Runner's Knee, Hüftprobleme, Plantarfaszitis und gelegentlich vielleicht mal vom Schwimmen auch eine Schwimmerschulter. Klar, beim Radfahren kann man sich natürlich auch Verletzungen durch Unfälle zuziehen, aber das meiste ist wirklich Überlastung oder ja, zum Beispiel auch ein Ermüdungsbruch. Ja, ich denke, das sind die häufigsten Verletzungen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer mal wieder oder auch chronisch die sogenannten Shinsplints, also das Schienbeinkantensyndrom und
ja, hatte auch schon mal ein Läuferknie, aber das hat sich eigentlich ganz gut erledigt. Aber die Shinsplints sind was, was mich immer noch begleitet und wahrscheinlich auch für immer begleiten wird. Und da muss ich halt immer prophylaktisch aktiv sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das Thema Schlaf und Ernährung ist für die allgemeine Regeneration einfach wichtig, nicht nur zur Verletzungsprophylaxe. Und zu Verletzungen speziell finde ich erstmal ganz wichtig, dass man sich nicht zu schnell steigert in Intensitäten und Umfang. Das heißt, dass man sich einen vernünftigen Trainingsplan zulegt oder einen Trainer, der das überwacht. Dann finde ich super wichtig, habe ich auch selber in der Vergangenheit vernachlässigt, Krafttraining. Da habe ich jetzt seit letztem Herbst wirklich konstant dran gearbeitet und in Ergänzung dazu dehnen. Also ja, ich dehne eigentlich so meine Problemstellen, hinterer Oberschenkel, Hüftbeuger, sehr gerne nach dem Radfahren oder wenn ich gerade ein Athletikprogramm abgeschlossen habe. Und genau, also die Muskeln sollen nicht nur geschmeidig sein, sondern sie sollen halt eben auch kräftig sein und das gesamte System muss funktionieren, darum Krafttraining. Und dann zu den Wettkämpfen hin, weg von den schweren Gewichten und hin zu einem allgemeineren Athletiktraining. Ansonsten finde ich es halt super wichtig, Einheiten gut vor- und nachzubereiten. Also wenn ich morgens laufe und quasi direkt aus dem Bett komme, dann mache ich ein paar Übungen, um die Hüfte zu öffnen, die Fußgelenke aufzuwärmen. Ich benutze gerne nach Einheiten die Faszienrolle, um einfach einmal alles durchzurollen, einmal zu gucken, wo meine Problempunkte gerade liegen. Und dann gehe ich in die halt mit dem TMX-Trigger nochmal genauer rein. Das sind aktuell oder eigentlich immer die Schienbeine bzw. dann die Waden, der hintere Oberschenkelmuskel. Ich finde, da kommt man super mit dem TMX-Trigger rein. Genau, und dann, wenn man viel arbeitet oder in der Zeit, in der ich viel am Schreibtisch sitze, auch gerne der Rücken. Genau, die Punkte arbeite ich dann wirklich so ab. Und wo man nochmal besonders Schmerzen hat, kann man auch nochmal mit einer Selbstmassage rangehen. Oder, was ich auch immer wertvoll finde, gelegentlich mal zum Physio zu gehen. Also vor allen Dingen, wenn man merkt, es bahnt sich konkret was an, dass man dann einmal den Physio drüber gucken lässt. Weil der kann einem auch nochmal ganz konkret sagen, was man machen kann. Genau. Ansonsten finde ich, dass man es nicht übertreiben muss. Ich finde, es sollte alles in der Woche irgendwie mal seinen Platz finden, aber man sollte nicht überambitioniert jetzt denken, man muss jeden Tag dehnen, Krafttraining und noch die Faszienrolle und noch den TMX-Träger benutzen, sondern Hauptsache, es findet alles irgendwie seinen Platz im allgemeinen Trainingsbetrieb und dann passt das aus meiner persönlichen Erfahrung ganz gut. Super wichtig. Also ich finde das Thema Periodisierung im Jahr und auch Mikroperiodisierung in der Woche super wichtig. Mein Trainer achtet da extrem drauf, dass ich zum Beispiel keine zwei Intervalleinheiten an einem Tag habe. Gestern zum Beispiel hatte ich Radintervalle und dann laufe ich heute Laufintervalle, aber immer mit der entsprechenden Regenerationsphase dazwischen. Ich habe immer eine ganze Entlastungswoche, ich habe immer auch einen Entlastungstag. Das finde ich super wichtig und ich glaube, ohne wäre auch der Körper nicht leistungsfähig. Also ich setze den TMX-Träger in verschiedenen Situationen ein. Ich habe so eine feste Routine, dass ich das immer nach dem Krafttraining mache. Das hat nichts damit zu tun, dass es da jetzt besonders wirksam wäre, sondern einfach, dass ich auf jeden Fall einen festen Termin habe, wo ich das mache. Und ansonsten, wenn ich das Gefühl habe, da verspannt sich was nach einer intensiveren Einheit, zum Beispiel auf dem Rad, sehr gerne. Und meine Tipps, um das wirklich umzusetzen und dran zu bleiben, ist, entweder einen festen Termin im Kalender machen oder es wirklich mit einer kleinen Sache, die man täglich macht, verbinden, zum Beispiel Zähneputzen. Sich dann zu sagen, immer nach dem Zähneputzen mache ich das noch 10 Minuten. Ja, weil keiner ist mit bestimmten Gewohnheiten auf die Welt gekommen. Wir mussten uns bestimmte Sachen auch antrainieren, wie zum Beispiel das Zähneputzen. Dann kann man sich eigentlich auch das Benutzen von so einem Trigger antrainieren. Ja, einfach dranbleiben und immer wieder sich selber dran erinnern.